österreichische Kameradschaftsbund, Ortsverband Wolfau, feierte sein 115-jähriges Jubiläum mit einer Kranzniederlegung und einer Fahnenweihe. Bereits im Jahre 1905 wurde die erste Fahne des Kameradschaftsbundes geweiht. Diese ungarische Fahne ist immer noch im Besitz der Ortsgruppe. 1926 wurde eine neue Fahne angekauft, die jetzt restauriert und erneut geweiht wurde. Bei dem Festakt waren 47 Stadt- und Ortsverbände mit 670 Kameraden aus dem Burgenland, Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark anwesend. Neben vielen Politikern, der Bürgermeister von Wolfau, Walter Pfeiffer, Georg Rosner von Oberwart, in Vertretung von Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz kam der Landtagsabgeordnete Markus Wiesler und der Bezirkshauptmann von Oberwart, wirklicher Hofrat Dr. Helmut Nemeth, kamen auch Gäste aus Ungarn und befreundete Vereine wie der Ferdinandusorden. Durch die Anwesenheit der vielen Kameraden kann man sagen, dass das 115-jährige Jubiläum der Ortsgruppe Wolfau auch aus wirtschaftlicher Sicht ein voller Erfolg war. Unternehmen Sie mit uns eine kleine Reise durch das Fest. Thank you.
zu unserem 115-jährigen Bestandsjubiläum, verbunden mit einem Bezirkstreffen und Segnung der restaurierten Fahne aus dem Jahre 1926 recht herzlich begrüßen. Es freut uns, dass so viele Ehrengäste erschienen sind. Wir, meine lieben Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Ehrengäste und Festgäste, müssen zu unserer Vergangenheit stehen, mit all ihren Fehlentwicklungen. Wir müssen die Jugend aufklären über die Vergangenheit, über Geschichte, ohne etwas zu beschönigen. Denn nur wer die Geschichte kennt, kann auch daraus lernen. Ihr, meine lieben Kameradinnen und Kameraden, tut dies, indem ihr die Erinnerungen an die beiden Weltkriege, an das Gedenken an die gefallenen und vermissten Soldaten und auch an das Leid der Zivilbevölkerung hochhaltet. Das ist richtig und wichtig, denn wenn wir das nicht machen, unterlassen wir einen Freiraum, ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird dann meist von Populisten, sei es nun von links oder rechts, besetzt, die Menschen irreführen, um kurzfristig Erfolg, um kurzfristig einen Sieg einzufahren. Danke dafür, meine lieben Kameradinnen und Kameraden, und danke für dieses Gedenken. Der Obmann und Vizepräsident hat gesagt Grußworte, deshalb möchte ich auch schon zum Ende kommen. Ich möchte es aber nicht verabsäumen, um dem Ortsverband Wohlfahrt des Österreichischen Kameradschaftsbundes zu seinem 150-jährigen Bestandsjubiläum gratulieren. Und ich möchte dir, liebe Ewald, und deinen Kameradinnen und Kameraden danken für die Mitwirkung in der Dorfgemeinschaft und darf dir weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zusagen und freue mich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Alles Gute und Glück auf für die Zukunft. Der Ortsverband Vorau wurde 1903 gegründet als Militär-Veteranenverein und gleich zwei Jahre später gab es die erste Fahne, das darf ich erwähnen, eine Fahne der besonderen Art. Es ist eine ungarische Fahne, die älteste in Österreich und die befindet sich hier im Besitz des Ortsverbandes Wohlfahrt. Dazu natürlich herzliche Gratulation. Und wie alle Vereine im Burgenland, auch hier im Bezirk Oberwart und in Wohlfahrt, hat natürlich auch der Ortsverband Wohlfahrt eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion, genauso wie ein Musikverein, ein Sportverein oder auch die Feuerwehr, die neben ihren Sicherheitsaufgaben wichtige gesellschaftliche, soziale Aufgaben hat. Es geht um Zusammenhalt, es geht um Kommunikation, es geht um Gemeinschaft und natürlich, also beim Kameradschaftsbund, um Tradition. Das stetige Denken an Zeiten, in denen es uns nicht so gut gegangen ist und wo viele Menschen für ihre Heimat das Leben gegeben haben. Ich darf daher dem Ortsverband Vorrat zum 115-jährigen Bestandsjubiläum herzlich gratulieren, wünsche heute eine gelungene Festveranstaltung für die Zukunft. Alles Gute. Ich bedanke mich für die Einladung zu dieser heutigen Festfeier und Festveranstaltung, wo der Österreichische Kameradschaftsbund die Ortsgruppe Wohlfahrt seinen 150-jährigen Geburtstag feiert. 115. Der Österreichische Kameradschaftsbund ist ja nicht mehr primär eine Schicksalsgemeinschaft der Kriegsgeneration, sondern eine patriotisch gesinnte Wertegemeinschaft. Die Kameradschaft verbindet und bleibt speziell, auch wenn sich bewähren muss in den negativen Zeiten des Lebens. Abschließend darf ich zum 115-jährigen Geburtstag der Ortsgruppe Wohlfahrt herzlich gratulieren und für die Zukunft des Ortsverbandes und des Kameradschaftsbundes alles Gute wünschen. Ich darf zunächst ein herzliches Grüß Gott sagen, bedanke mich natürlich für die Einladung und bin gerne gekommen. Gleichzeitig überbringe ich die besten Glückwünsche vom Landeshauptmann Stellvertreter zum Jubiläum. Halb verhungert und ermattet, arm und elend ausgeraubt, wie es kam, so unerwartet, jede Freiheit uns geraubt. Nach der Heimat zu den Lieben war unser Sehnen und Begehr. Viele von uns sind dort geblieben, sie hatten nicht das Glück wie wir. Diesen Schriftzug trägt das Landesehrenmal des Kameradschaftsbundes, des Landesverbandes Burgenland am Geschriebenstein.
Den Frieden zu pflegen und Kameradschaft zu leben, das ist ein Leitmotiv des Kameradschaftsbundes. Und der Ortsverband Wolfau macht das schon sehr lange. Das zeigen die 115 Jahre und auch vorhin bei der beim Totengedenken, beim Kriegerdenkmal. Deshalb hat der Kameradschaftsbund eine sehr wichtige Aufgabe. Er ist Botschafter und Mahner für die Zeitgeschichte und er weist auf traditionelle Werte hin. Somit sollen 100 Jahre Republik Anlass sein, Freiheit und Demokratie als kostbare Güter zu verstehen und zu schützen. Zum Abschluss, Jubiläumsfestgäste, Jubiläen sind immer ein Zeichen von Beständigkeit und von verantwortungsvoller Arbeit über Jahrzehnte. Es ist daher eine Freude, zum 150-jährigen Bestehen des Ortsverbandes Wolfau zu gratulieren. Es ist immerhin ein Stück Zeitgeschichte und ein Stück Gemeindegeschichte. Nochmal alles Gute, Glück auf, es lebe das Heimatland Burgenland und die Republik Österreich. Alle Kameraden, die heute anwesend sind und diese Fahne als Symbol des Friedens in unserem Land, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich übergebe euch die Fahne, haltet sie hoch, haltet sie fest, dass keiner sie finde, die Fahne verlässt. Wir übernehmen die Fahne. Wir halten sie hoch, halten sie fest und geloben, dass keiner die Fahne verlässt. Musik.